Was mit dir? Für mich als Meteorologen sind die Wirbelströme dieser Region des Meeres von großem Interesse. Wenn Wirbelenergie auf aufsteigende warme Luft trifft, dann entstehen Windrosen. Ich würde gerne den Mechanismus in einem Experiment genau erforschen. Ja gut, ich habe eben gesagt, ich will abspeichern gehen, aber irgendwie habe ich mir gerade anders überlegt. Oder vielleicht nicht. Ich will beim nächsten Speicherblock auf jeden Fall, aber... Boah, 100 Gegner. Ich gehe erstmal hier lang. Okay, Bohne, Geld. Frischwurz. Bohne und Pilz. Und hier komme ich anscheinend noch nicht weiter. Anscheinend ist das erst der Weg, den ich zurückkommen muss oder sowas. Keine Ahnung. gehen wir hier lang. Okay, ja, dann hier rein. Ach, nee, nicht sowas. Ja, das ist nicht der offizielle Weg, wie man das macht. Man sollte eigentlich da... Ah, nee, andersrum. So, und dann schmökern wir uns hier durch. Und nochmal jetzt das Ganze. So. Drück mal. Und es öffnet sich eine weitere Tür. Und jetzt machen wir den hier. Ach nö, es geht immer noch. Ach, die bleiben teilweise stehen. Was ist da denn los? Okay. Ah, Mann, ich muss das mit Luigi machen. Ich vergesse. Na, ja doch. Ich muss das mit Luigi machen. Stimmt schon. So. Dann bleibt er nochmal so stehen. Was? Nein! Boah, wie schwer ist das? So, ich muss das... Das muss ausklingen, wenn die beim nächsten Mal anhalten, so. Jetzt. Okay. Oh mein Gott, das war gar nicht mehr so einfach. Okay, hier kommen wir wieder raus. Hier waren wir ja schon. Ach, da war auch eine Karte, ne? Ah, es sind zu viele Gegner. Ich kann es nicht riskieren. Ich will ja immer schön einen Gegner ausweichen. Was eigentlich nicht mal wirklich gut ist, aber egal. Aber hier haben wir auch eine Karte. Ja, da haben wir wirklich was vor uns. Also wir sind gerade mal hier. Fast am Eingang. Gut, dann... Speicherblock. Wieso nicht? Das nutzen wir aus. Gut, und speichern ab und atmen tief durch. Denn wir haben gesehen, diese Höhlenmenschen und diese Super Koopas sind schon ganz schön krasse Gegner. Wenn man mal so überlegt. Die können einen sehr schnell fertig machen. Okay, und auch hier haben wir zwei Wege. Und wir gehen erstmal den... Ich mache mir den Hammer alles kaputt weg. Und dann das. Ja, komm. Wäre auch geil, wenn man alle mal auf einmal so kriegen kann, alle Münzen. Da hätte man sich auch wieder mega Zeit gespart. Was ist da oben? Ich wusste es. Das ist irgendwie so... ins Ding, keine Ahnung. So, hier haben wir was. Da ist nix. Ach, ja, okay, wieso nicht? Komm. Habe ich normalerweise immer vermieden. Aber einmal, nicht dreimal machen wir das. Danach habe ich keinen Bock mehr drauf. Nein, ich glaube nur 29, 30 wäre perfekt, glaube ich, gewesen. Oh Mann, ich schaffe es nie in meinem Leben. Okay. Mehr Items. Wir kriegen ganz schön viele Items hier zugesteckt. Was ist denn das nun schon wieder? Machen wir einfach mal Feuer rein. Okay, wir heizen erstmal schön. Und damit kochen wir die Suppe. Yeah. Mario und Luigi sind richtige Chefköche. Von der feinsten Art, wie man sie nur kennt. Aber die Suppe essen wir jetzt nicht, sondern wir wirbeln uns daran hoch. Wow, wir haben mal eben so einen Wirbelsturm erschaffen. Wie kann man nochmal dahin? Hoffentlich ohne viele Gegner. Ach doch, hier war ich doch. Ja, genau hier sind wir. Und bam, wir haben einen erwischt.
Okay, es sind diese komischen Schleimmänner. Sollten eigentlich nicht unbedingt schwer zu besiegen sein. Wir hauen einfach Hand. Bam! Und noch einmal hier auch von Luigi einen schönen Gruß. Und der erste schon mal erledigt. Diese Konterattacken machen eigentlich im Gegensatz irgendwie gar nichts. Ich meine eins. Das ist wirklich nichts. Gut, den haben wir erledigt und wir können weitergehen. Lass mich in Ruhe, Freund. Wow! Hat der mich erwischt. Krasser Scheiß. Ja. Respekt. Respekt dafür. Dann krieg ich jetzt erstmal Feuer ab. Und der andere kriegt schon mal eine Hand ab da hinten. Ich glaube, diese Schleimviecher brauchen so zwei Treffer. Dann sind sie erledigt. Was? Parallel? Was ist das denn? Aber das habe ich zum Glück noch. Anständig. Reflektiv? Keine Ahnung. Nein, reflektiv ist noch was ganz anderes. Aber ich habe es auf jeden Fall irgendwie geschafft, auszuweichen. So, weil eigentlich haben die eine der einfachsten Ausweichattacken bisher. So, und jetzt smash man einen Hammer hinterher. Er stirbt gar nicht davon. Was? Du hast ja zu sterben. Und hier kommt der Sprung. 18, das ist nicht wirklich viel. Aber gut, wir haben zwei Ultrapilze dafür auch erhalten. Perfekte Entschädigung. Nö, andersrum. So, und hier lang. Ja, okay. Hier ist noch ein Speicherblock. Und jetzt wird's richtig haarig. Geht besser auf. Okay. Nein, ich darf nicht aufgeben. Hier haben wir so einen Schleimmann. Was? Da kommt einfach noch so ein aus dem Boden gekrochen. Das ist ja krass. Und jetzt greift er mich an. Nein, ich kann nicht ausweichen. Ich bin vergiftet. Das ist wirklich, wirklich fies. Ich kriege jetzt nämlich dicken Schaden erstmal rein. Aber anstatt mich jetzt irgendwie mit Giftzeug zu heilen, versuche ich einfach ganz schnell zu besiegen. So, ersten hätten wir schon mal weg. Okay, yeah, ich krieg KP. Und ich verliere 10, Alter, das ist so viel. Auf Dauer wird das auf jeden Fall dann nix, aber... Was? Nein! Ey, das ist so gemein. Dann klont er sich einfach. Wo sind wir denn hier? Nochmal 10. Ey, komm, diesmal muss er aber sterben. Ich glaube jetzt... Ja, jetzt habe ich ja zwei Dinger. Okay. Geschafft. Das war ganz schön gemein. Kam einfach aus dem Boden oder Mario so zerstört. Ich gebe dir mal besser noch einen Pilz dazu. Wobei, komm, wir brauchen jetzt auch nicht rumgeizen hier. So und so. Gut, dann speichern... Och, komm. Ganz ehrlich. Jetzt greifen die Luigi an und vergiften ihn, oder? Nein, die greifen Mario an. Der greift Luigi an, aber er beißt ihn, oder? Das macht nur Schaden, das vergiftet nicht. Okay. Wie die es auf einmal immer schön packen, mich anzugreifen. Und vor allem so, dass einer auf dem Boden liegt und sich erstmal gar nicht bewegen kann. Gut. Bin mal gespannt. Ne, der klont sich nicht wieder. Oder, keine Ahnung, vermehrt sich. Wie auch immer ihr Fortpflanzungsdingen ist. Aber Luigi erhält ein Level Up. Und Luigi braucht mehr, weiß ich nicht. Auch mehr KP? Wieso nicht? 2. Oh, keine 5. Ist das so schlecht? Na gut, speichern wir mal wieder ab, was ich eigentlich die ganze Zeit schon vorhatte, aber man mich nicht machen lassen hat. Und der Schreiber, ich spekuliere auf Mario, hat eine echt schöne Handschrift. Nur so mal am Rande. Gut, wo geht's denn jetzt? Achso, ich muss Luigi da unten reinhauen. Und hier öffnen. Ach so, ich glaube, da muss ich jetzt einzeln mit denen rumlaufen, kann das sein? Hier brauche ich wohl ein Fass, glaube ich.
Okay, Gegner. Ultranuss. Das wird hart. Ich meine, alleine habe ich ja erst recht keine Chance. Achso, ich glaube, warte mal. Liebe Bartonkels, die beiden Boxen, die sind Synchronboxen. Wenn man die rechte und linke Box gleichzeitig anspringt, passiert etwas vielleicht. Ja gut, dann muss ich, ne, nicht das, sondern muss mit beiden irgendwie durchkommen und an dieser Stelle. Weil ich darf bloß nicht in einen Kampf geraten. Es sind auch überall solche Kreuze. Ich glaube, die Orte muss ich dann nochmal... Was? Oh, fuck, 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 fuck. Oh man, einfach weiter. Hier ist noch ein Speicherblock. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Hier. Dann öffnet sich das Tor. Mario muss immer auch alleine weiter. Dann öffnet sich das Tor. Da kommt ein Fass raus. Hör, kann Luigi hin? Ah, Mann. Ich drücke mal einen falschen Knopf. Oh Mann, hier ist was los. Hier ist was los. Okay, ich bin durch. Warte mal. Ach so. Okay, warte mal. Ich muss dann wieder zurück. So. Na. Und hier öffnen. Dann kann ich hier durch. Mich hier schon mal bereitstellen. Und dann mit Mario das gleiche machen. Und zack. Und da kommt sie auf einmal runter. Hier zu kommen muss euch ziemlich viel Willenskraft gekostet haben, stimmt's? Was ist das? Hier ein kleines Geschenk für euch beide. Trefft die entscheidenden Blöcke mit Hilfe von A und B, um Punkte zu sammeln. Wenn ihr in 25 Sekunden 30 Punkte schafft, öffne ich die Tür. Och nö. Nicht das schon wieder. Das ist voll das schlechte Minigame. Warte, ich muss mich auch hart konzentrieren eigentlich. Warte. Wow. Ah. Okay, geschafft. Boah, muss etwas ruhiger gerade sein. Wir können hier oben lang. Hier können wir noch nicht lang. Und dann hier weiter. Da oben sehen wir mehr Strand. Ne, Quatsch, das ist Himmel. Das kenn ich schon. Und Kerzen. Oder warte mal, ich gehe erstmal mit Luigi weiter. Bevor ich dich mal anzünde. Hä, was ist denn? Der gelbe Boden hier steigt hoch, wenn man ihn von unten anstößt. Wenn ihr den Rückstoß geschickt ausnutzt, dann findet ihr schon raus. Okay. Nö, das wollte ich nicht. Bin ich jetzt hier gelandet? Oh Mann, ich bin ganz schön verwirrt gerade. Also ich werde die Dinger wohl anzünden müssen. So. Und der letzte hier auch noch. Dann passiert was ganz Tolles. Der Block verschiebt sich. Ah, warte, ich glaube, ich habe verstanden, was ich machen muss. Ich muss mich jetzt draufstellen. Dann Luigi holen, den ich natürlich wieder zu weit nach vorne geschickt habe. Und dann so. Alles klar. Dann kommen noch mehr Gegner. Oh, dann kommen wirklich noch mehr Gegner. Oh, die schießen. Oh mein Gott, ich bin erwischt. Scheiße, scheiße. Nein, drei von denen. Oh fuck. Also drei, zwei von denen und noch dieser Typ, der 100 Sachen aushält. Egal wie viel es kostet, ich werde immer ganz schnell die Flucht ergreifen. Das sieht mir nämlich nicht gut aus. Wenn es einer von denen irgendwie schafft, mich zu vergiften, der eine Typ sowieso 100 Sachen aushält.